Wir reagieren heute mal auf ein Video von DagiLP. Der macht immer so tolle Faktenvideos über Harry Potter und ja, fantastische Tierwesen, über das Magieuniversum. Ein richtiger Potter-Held ist er. Okay, ich würde mal sagen, ziehen wir uns 13 Fakten über die Schlacht im Astronomieturm rein von Dagi LP. Reden kann ich auch schon nicht mehr. Also lass mal ihn reden. Schuss, Schuss, so hat sich die Schlacht vom Astronomieturm definitiv nicht angehört. Aber hätte sie, wenn ich die Regie geführt hätte. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mit insgesamt 13 Fakten über die Schlacht im Astronomieturm. Und wie immer wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Die sogenannte Schlacht im Astronomieturm, auch Schlacht am vom Blitz getroffenen Turm genannt, war der zweite große Konflikt innerhalb des Zweiten Zaubererkriegs und fand am 30. Juni 1997 statt. Fakt Nummer 2. Die genauen Schauplätze für diese Schlacht waren der oberste Bereich des Astronomieturms, einige Korridore des siebten Stockwerks, die Marmortreppe, die große Halle, die Eingangshalle und die Ländereien von Hogwarts. Fakt Nummer 3. Von allen Mitgliedern von Dumbledores Armee reagierten neben dem goldenen Trio nur Luna Lovegood und Neville Longbottom auf den Ruf und kamen zur Hilfe. Fakt Nummer 4. Folgende Charaktere bzw. Lebewesen halfen bei der Verteidigung von Hogwarts: Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley, Luna Lovegood, Neville Longbottom, Albus Dumbledore, Hagrid, Filius Flitwick, Remus Lupin, Minerva McGonagall, Tonks, Bill Weasley und Seidenschnabel. Das war die Sache in Teil 6, wo was im Film völlig ausgelassen wird, wo ich glaube ja, dass das war, wo Dumbledore dann am Ende stirbt. Spoiler. Offensichtlicher Spoiler, der kein Spoiler mehr ist. Das war die Schlacht von dem Astronomieturm war nicht in Teil 7, oder? Ja, weil Dumbledore. Wenn Dumbledore mitgekämpft hat, dann war das in Teil 6. Okay. Das war im Film ist ja leider, ist irgendwie gar kein Kampf gewesen. Das ist da. Ja, da sind es halt einfach. Ja, im Film sieht man das nicht, aber man kann es sich wahrscheinlich denken, wenn man den Film geguckt hat, dass wenn die Todesser, ein Todesser aus der Kammer des Schreckens, nicht des Kammer des Schreckens, sondern aus dem Raum der Wünsche rauskommen und dort Richtung Astronomieturm laufen, Bellatrix Lestrange und andere bekannte Gesichter dort in Hogwarts sind, dass dann auf dem Weg zum Astronomieturm natürlich noch einige, dass dann natürlich Kämpfe stattfinden, dass sie natürlich nicht einfach durchspaziert sind, dass die nicht einfach unbemerkt da hochgelaufen sind und dort damit dann gekillt haben und wieder rausgespaziert sind. Das ist da, ja. Ich muss mal wieder die Bücher lesen. Ja, lesen. Ich habe gerade zwei Bücher, die ich gerade lese, die ich niemals fertig kriege. Ich komme einfach nicht zum Lesen. Fakt Nummer 5. Folgende Charaktere waren beim Angriff auf Hogwarts beteiligt: Electo Caro, Amicus Caro, Gibbon, Fenrir Greyback, Draco Malfoy, Severus Snape, Torfin Roll und Yawksley. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Der Todesser Gibbon starb während der Schlacht im Astronomieturm durch einen verirrten Todesfluch, welcher von Torfin Roll abgefeuert wurde und eigentlich Remus Lupin treffen sollte. Fakt Nummer 7. Auch dabei. Zur Schlacht im Astronomieturm kam es vor allem durch Draco Malfoys Zutun, indem dieser das Verschwindekabinett im Raum der Wünsche reparierte und den Todessern so Zutritt nach Hogwarts Ja, es war Teil ermöglichte. 6. Ziel dieses Angriffs war die Ermordung von Albus Dumbledore. Fakt Nummer 8. Ron, Hermine und Ginny nutzten für die Schlacht im Astronomieturm Felix Felicis, also den Glückstrank,
der vermutlich ausschlaggebend für den Fakt war, dass niemand von ihnen ernsthaft verletzt wurde. Fakt. Im Film hat eindeutig Harry den dafür benutzt, Slughorn zu treffen, dem den die Gedanken, diese Ahnung abzunehmen. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich, man merkt jetzt schon einige Unterschiede vom Film zum Buch. Fakt Nummer 9. Jedoch erwischte es Bill Weasley, der von Fenway Greyback verletzt und im Gesicht leicht gezeichnet wurde, weshalb einige Symptome, wie zum Beispiel der Hunger auf rohes Fleisch durch die Werwolfskrankheit Lykanthropie, auf Bill übergingen. Fakt Nummer 10. David Heyman erklärte in einem Interview, dass die Schlacht im Astronomieturm im Film zu Teil 6 bewusst kurz gehalten wurde, da sie bereits wussten, dass im kommenden Teil eine weitere, viel größere Schlacht in Hogwarts stattfindet und sie deswegen Wiederholungen vermeiden wollten. Ja. Fakt Nummer 11. Es ist interessant anzumerken, dass die Gryffindor-Sanduhr, sprich das Hätte aber definitiv... dem Film einiges gebracht, wenn sie Schlacht da mehr eingebaut hätten. Das des Hauses Gryffindor innerhalb der großen Halle während der Schlacht im Astronomieturm kaputt ging und seine Rubine über den Boden verteilte, während es in der finalen Schlacht die Smaragde der Slytherins sind, die auf dem Boden verteilt werden. Eine Anspielung auf den großen gefallenen Gryffindor Albus Dumbledore im Kontrast zum großen gefallenen Slytherin Tom Riddle. Fakt Nummer 12. Bellatrix Lestrange ist tatsächlich nur in der Filmversion Teil der Schlacht im Astronomieturm, weshalb sie auch in der Auflistung eben nicht genannt wurde. Im Buch übernimmt Thorfinn Rowell die Sprechzeilen, die im Film Bellatrix gehören. Mhm. Fakt Nummer 13. Interessant. Zwar jedem hier bekannt, aber für dieses Video einfach unerlässlich. Albus Dumbledore starb während der Schlacht im Astronomieturm auf seinen eigenen Wunsch hin. Getroffen wurde er durch den Todesfluch von Severus Snape. Ist ja wohl bekannt. Ja, das waren meine 13 Fakten über die Schlacht im Astronomieturm. In der Hoffnung, dass es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Ja, könnt ihr gleich mal machen. Däumchen nach oben, Abo da lassen beim DankeLP. Schaut bei ihm vorbei, schaut bei ihm Videos. Schaut bei mir vorbei auf Twitch, da streame ich regelmäßig live und ja. Wir gucken gleich noch ein weiteres Video von ihm. Ich schau mal gleich, ob ich noch was finde. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu gleich einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem neuen Bauteil von Hogwarts, nämlich dem Bootshaus. Insgesamt habe ich 10 Fakten darüber herausgefunden und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Das Wichtigste zuerst, denn das Bootshaus, welches wir aus den Harry Potter Filmen kennen, kommt so in der Form tatsächlich auch nur in den Filmen vor. In den Büchern wird die Andockstation der Boote als unterirdischer Hafen beschrieben, der durch einen Tunnel erreichbar ist. Sachen, die man einfach nicht mal weiß, wo man die Bücher lange nicht mehr gelesen hat, das ist halt wirklich fantastisch. Sachen, die halt wirklich in den Filmen... Also wer nur die Harry Potter Filme geguckt hat, der weiß viele Sachen einfach nicht. Es gibt sogar ganz Charaktere, die gar nicht in den Filmen vorkommen, die man nur kennt, wenn man die Bücher gelesen hat. Ich glaube, Peeves hieß er, dieser eine Poltergeist, der eigentlich in Hogwarts rumschwören sollte und den Schülern und den Lehrern das Leben schwer macht und so. Also das, die Bücher und die Filme sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Es gibt halt, wir haben es beim letzten Video gesehen, Schlacht im Hogwarts, im Astronomieturm. Ist halt wirklich, es gibt halt so viele Sachen, die halt einfach im Film auch einfach, ist ja trotzdem, das macht die Filme ja trotzdem nicht schlechter. Auch wenn es manchmal ein bisschen schade ist und die ein oder andere Sache rausgelassen wird, aber es ist halt, Film und Buch ist halt immer, sind zwei, kann man nicht miteinander vergleichen eigentlich, weil es zwei verschiedene Medien sind. Und es ist auch verständlich, warum man im Film einige Sachen einfach rauspacken muss, weil sonst würde der Film einfach eine Buchverfilmung einfach, es würden die 10-12 Stunden dauern. Dann muss man halt an gewisser Stelle, damit man sich das noch angucken kann. Ich glaube hier, die Säulen der Erde, da habe ich eine DVD zu im Regal, die habe ich letztens geguckt, habe ich mir gekauft und geguckt.
Der Film geht insgesamt 7 Stunden lang, über 7 Stunden lang, 7 Stunden 10 oder so weiter, mit wahrscheinlich mit den Credits mit eingerechnet. Wurde halt in 4 Teile aufgeteilt, wurde halt in 4 Parts, musste halt verteilt über 2 DVDs in vier Teile gucken. Und ich glaube, da haben sich die ziemlich an die Romanen, ziemlich ganz genau an den Roman gehalten und Wort für Wort fast über abgefilmt, das halt wirklich gefilmt. Und ja, das kann sich dann halt nicht wirklich jemand geben. 2. Wirklich Doch, in es ist ein sehr Kontakt guter zum Film. Bootshaus kommen die Hogwarts-Schüler in der Aber die Regel nur sollen ja aber. einmal, und zwar vor ihrem ersten Schuljahr. Genauer am 1. September eines jeden Jahres, wenn sie mit den Booten über den Schwarzen See Richtung Hogwarts fahren. Eine Zeremonie, die nur den Erstklässlern gewidmet wird. Fakt Nummer 3. Die angedockten Holzboote der Hogwarts-Schule werden mit Ketten an die Decke des Bootshauses gehängt, wodurch sie deutlich weniger Platz verbrauchen. Fakt Nummer 4. In Harry Potter Teil 7.1 stirbt Severus Snape im Bootshaus durch Voldemorts Schlange Nagini. In den Büchern findet diese ganze Szenerie jedoch in der heulenden Hütte statt. Weiter Sehr geht es mit spannend. Fakt Nummer 5. Warum man Im dann die hören Bootshaus hing bis rumrennt. 1995 ein Porträt von Percival Pratt, einem berühmten Zaubererdichter. Hinter diesem Gemälde führte ein Geheimgang ins große Marmortreppenhaus, dessen Passwort Dumm war. Fakt Nummer 6. Das Bootshaus von Hogwarts war einmal Schauplatz eines Brandes, in den der Hufflepuff-Schüler und Drittklässler Eustavi Fawley verwickelt war. Matilda Grimmelhawk und ihr Partner und der magische Rundfunkreporter Jeremiah Garnett untersuchten den Fall. Jeremiah ging davon aus, dass ein Drache schuld am Feuer war, obwohl in Wirklichkeit eine Feuerkrabbe schuld hatte. Fakt Nummer 7. Nachdem das Porträt von Pratt und damit auch der Geheimgang dahinter verschwand, gab es nur noch 3 Zugänge zum Bootshaus. Den Schwarzen See als solches, die Treppe neben dem Eingangsinnenhof und ein Gang außerhalb des gepflasterten Innenhofs. Fakt Nummer 8. Viele von Argus Filchs alten Ketten, die er einst gegen die Schüler einsetzen durfte, hängen inzwischen im Bootshaus von Hogwarts. Fakt Nummer 9. Im Dezember 1996 wurde das Bootshaus dafür genutzt, die Slugclub-Weihnachtsfeier mit einem großen Feuerwerk einzuläuten, welches vom Bootshaus aus gezündet wurde. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Sachen, die man aus dem Buch Das nicht Bootshaus von oder im Hogwarts Film wurde innerhalb sieht. der Videospiele immer von vielen Möwen umkreist. Sonderbar, wenn man bedenkt, dass sich diese meist nur in der Nähe von Stränden aufhalten und obendrein eigentlich eher Eulen zu vermuten wären. Ja, das waren meine 10 Fakten über das Bootshaus von Hogwarts. In der Hoffnung, dass euch dieses Faktenvideo gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Weitere Faktenvideos zu Wizarding World findet ihr unten über die Playlist und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Ja, lasst einen Daumen nach oben da beim Dagi-Help. Ja, lasst ein Däumchen nach oben bei mir da, schaut auf Twitch vorbei, abonniert DagiLP und abonniert ZwergenfußLP. Und ja, habt noch einen tollen Tag und haut rein. Ciao.